near! Oh, dear bastard, I've ever tried to step. Stücke. Allein wäre ich besser dran. Könnt ihr gehen? Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Honorato Rosa. Ich bin Ezio. Ich weiß. Was soll das heißen, ich weiß? Einen guten Tag. Heb mich hoch! Noch schlechter fühlen. Was macht ihr denn? Kommt her! Bitte aufhören. Was immer ich getan habe, es war nicht böse gemeint. Nein, geht vor. Ich war es nicht. Ich habe gesündigt, das stimmt. Und dafür bezahlt. Aber das nicht. Gnade. Möge das Wohlbefinden immer auf eurer Seite sein. Ugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht.
geht. Ich übernehme die Wachen. Ich töte alle, die hier durch wollen. Was tut ihr denn hier? Da! Ich will, dass ihr ihn fasst! Tötet sie, Ezio, schnell! Da ist er! Packt ihn! Sie sind überall auf den Dächern. Tut etwas, schnell! Sie schießen auf uns! Sie schießen immer noch auf uns! Da ist er! Lass Da ist er, Lanju! Todidiota! Beten kannst du später! Ich muss zu Antonio!
Vorsicht! Lasst mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt! Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Hey, hey! Aufwachen! Wir brauchen Hilfe. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Hab Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca. Mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Porca puttana! Ben Fatto, ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsch dir die Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen.